Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Darf Sie herzlich begrüßen zu unserem Webinar. Wir haben jetzt in der letzten Zeit gute Erfahrungen damit gemacht, spannende Veranstaltungen gehabt. Und ich wünsche mir, dass wir heute eine ähnlich erfolgreiches Webinar auf die Beine stellen. Ich darf auch sehr herzlich begrüßen unseren Referenten des heutigen Nachmittags, Herrn Kollegen Straumann aus Zürich. Aber bevor ich ihn kurz vorstelle, würde ich ganz gerne noch darauf hinweisen, dass das ein gemeinsames Seminar ist von SAFE, Leibniz-Institut SAFE in Frankfurt, des Instituts für Bank- und Finanzgeschichte, dem ich angehöre, dem Wirtschaftshistorischen Ausschuss des Vereins für Sozialpolitik und der Gesellschaft für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Ich freue mich auch, dass wir diese Kooperation hinbekommen haben. Nun möchte ich ein paar Sätze sagen zu Herrn Straumann, weil die wahrscheinlich sicherlich nicht allen bekannt ist. Er ist Wirtschaftshistoriker und Titularprofessor an der Universität Zürich. Dort hatte er verschiedene Funktionen, heute ebenfalls und insbesondere erstaunlich, er ist also an der historischen Fakultät, aber auch im Bereich Wirtschaftswissenschaften tätig. Wenn man in seinen Lebenslauf reinguckt, dann findet man viele spannende Stationen. Ich gucke mal gerade, das war Paris, in Bielefeld hat er studiert, in Kairo an der University of California at Berkeley. Er war Associate Professor in Hongkong und Gastprofessor in Oxford. Seine Publikationsliste ist auch ausgesprochen spannend, interessant, muss man einfach mal durchgelesen haben. Eine ganz erstaunliche Fülle von Büchern, die ja heute ein bisschen aus der Mode gekommen sind bei den Ökonomen. Hier leben die Bücher richtig und aufsetzen zu Themen, die in Büchern untergebracht sind. Zur europäischen Finanzgeschichte, zur schweizerischen Finanzgeschichte, aber auch zur Wirtschaftspolitik. Sein neuestes Buch ist 2019 erschienen, 1931, Debt Crisis and the Rise of Hitler. Und das ist in der Zwischenzeit in diesem Jahr auch auf Deutsch herausgekommen und verspricht eine ausgesprochen spannende Lektüre. Ganz habe ich noch nicht durch, aber ich bin über den Klappentext durchaus rausgekommen und da darf ich die beiden letzten Sätze vielleicht vorlesen. Tobias Straumann beschreibt in seinem packenden Buch, warum Bankiers, Diplomaten und Politiker dabei scheiterten, diese Katastrophe, nämlich des Dritten Reiches, zu verhindern und damit entscheidend zum Aufstieg Hitlers beitrugen. Jetzt kommt der wichtige Satz. Es ist die Geschichte einer Krise, die als eindrückliches Lehrstück für die Gegenwart dienen kann. Das ist wichtig und das kann man bei Herrn Straumann gut lernen. Ökonomie kann man nicht alleine sehen, sondern man muss es in einem historischen und in einem politischen Kontext sehen. Diese Dinge sind verwoben und ich hoffe, dass wir darüber heute noch etwas mehr erfahren. Herr Straumann, ich freue mich auf Ihren Vortrag. Der hieß mal Der Thermometer, das hat mir gut gefallen, weil das so zeigt, dass die Schweiz und Deutschland doch unterschiedliche Kontinente sind. Aber Sie haben es jetzt angepasst. Es heißt das Thermometer Europas, Finanzgeschichte der Schweiz im internationalen Kontext. Aber gerade dieses Artikelspiel hat mir gut gefallen. Ja. Und es passt auch zu dem, was wir jetzt vielleicht zu dem, was wir jetzt hören werden. Herr Straumann, Sie haben das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Rudolf, für diese freundliche Einführung. Können Sie mich hören? Ja. Gut, okay. Dann werde ich jetzt gleich die Folien hochschalten. Gut, also ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ich möchte in den nächsten etwa 20 Minuten über dieses Thema sprechen, über das Thermometer. Ich habe übrigens auch das Problem beim Virus. Ich glaube, es heißt das Virus und umgangssprachlich heißt es der Virus. Und da haben wir also genau das gleiche Problem. Gut, also die Absicht ist, dass ich Ihnen nicht eine Geschichte der Schweiz erzähle, die nur für Schweizerinnen und Schweizer interessant sind, sondern eben gerade für das deutsche oder auch das europäische Publikum. Und meine Hauptabsicht ist eigentlich eher eine Art Research-Agenda oder vielleicht auch Ihnen einfach schmackhaft machen, wenn Sie Themen zur europäischen Finanzgeschichte untersuchen, dass Sie vielleicht auch Daten aus der schweizerischen Finanzgeschichte verwenden, weil eben so die These, die Schweizer Finanzgeschichte vieles abbildet, nachvollzieht, aber es gibt zum Teil auch ganz gegenläufige Tendenzen, wo man wiederum Rückschlüsse ziehen kann auf die gesamteuropäische Entwicklung oder eben spezifisch auch auf die deutsche Entwicklung. Ich beginne zunächst mal mit drei Karten, die sehr prägend sind für die Geschichte der Schweiz im 20. und 21. Jahrhundert und die eben auch einen Schlüssel geben zu einem Verständnis der schweizerischen Finanzgeschichte, die über die Schweiz hinausweist. Die erste Karte zeigt den Ersten Weltkrieg, das ist jetzt eine Situation um 1915. Und Sie sehen, die Schweiz ist neutral, beziehungsweise nicht erobert worden. Belgien war ja damals auch neutral, aber konnte die Neutralität nicht aufrechterhalten. Hier sehen Sie, dass die Schweiz nicht besonders ist, in dem Sinne, dass wir auch die Niederlande, Dänemark, Schweden, Norwegen als neutrale Länder beobachten können. Der Zweite Weltkrieg ist noch prägender. Da sehen Sie, dass auf dem Kontinent wirklich nur die Schweiz neutral geblieben ist, damit es mal nördlich der Alpen, dann noch Schweden und ansonsten Südeuropa, also Portugal, Spanien, Türkei. Aber von den kleinen europäischen Staaten sind es eigentlich nur noch die Schweiz und Schweden, also die entwickelten industriellen Staaten. Da sehen Sie, also das ist prägend. Zweimal im Weltkrieg Glück gehabt, neutral geblieben, nicht erobert worden. Warum, ist eine andere Frage. Aber es hat natürlich das Land sehr geprägt. Und dann die dritte Karte ist aus der Gegenwart. Das ist die Europäische Union, die EFTA und die Mitglieder des europäischen Wirtschaftsraums. Die Schweiz ist weder in der EU noch im europäischen Wirtschaftsraum. Das sind nur die Fürstentum Liechtenstein, Norwegen und Island, also diese rot eingefärbten Länder. Die Schweiz hat auch enge Beziehungen zur Europäischen Union, aber trotzdem, sie hat diese automatische Rechtsübernahme hat sie nur beschränkt und spielt also auch da eine gewisse Sonderrolle. Also wenn man so will, geopolitisch, außenpolitisch ist die Schweiz ein bisschen ein Sonderling. Nicht ein total abweichender Fall, aber doch hat eine spezielle Geschichte, die im Ausland zum Teil auch nicht verstanden werden kann, weil eben die Erfahrungen ganz anders gewesen sind. Gut, nun eben ausgehend von dem will ich jetzt folgenden Vortrag halten. Ich werde jetzt das ein bisschen weiter vertiefen, eben diese Geopolitik oder diese geopolitische Stabilität und im Zusammenhang mit der Finanzgeschichte und dann zwei Beispiele machen. Ich beginne mit der unmittelbaren Vergangenheit, Finanz- und Eurokrise und dann gehe ich zur Weltwirtschaftskrise, eben insbesondere auf die deutsche Krise von 1931 ein und dann mit einem kurzen Fazit möchte ich die beiden vergleichen und ein paar Schlussfolgerungen ziehen. Eben die Idee ist jetzt eher zu zeigen, wie eben diese verschiedenen europäischen Krisen gewirkt haben auf die Schweiz. Dazu ein paar Überlegungen. Wenn wir eben einfach mal die Schweizer Geschichte anschauen, Finanzgeschichte, beobachten wir zwei Typen von Krisen. Es gibt direkte Krisenübertragung, dadurch, dass sehr viele Schweizer Großbanken und Versicherungen internationalisiert sind. Die werden selbstverständlich betroffen von all den großen Erschütterungen, Wellen. Und die Krisenübertragung ist jeweils sehr direkt und schnell. Aber dann die Sekundärkrisen und eben das vielleicht eher diese Thermometerfunktion. Die Schweiz hat durch diese lange geopolitische Stabilität, durch dieses Glück in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, einen enormen Stabilitätsbonus aufbauen können, hat ausländisches Kapital angezogen und dort sieht man diese Sekundärkrisen. Hier ist ganz wichtig zu betonen, es sind zwei Sorten von ausländischem Kapital. Es gibt das eine, das eher verruchte, das ist die Vermögensverwaltung, also grenzüberschreitende Vermögen, die lange Zeit davon profitiert haben, dass die Schweiz bei der internationalen
Steuerzusammenarbeit eben nicht Informationen weitergegeben hat. Ich werde darauf zurückkommen. Dann gibt es aber auch die kurzfristigen Kapitalbewegungen, die kommen meistens von Banken oder Anlegern, zum Teil auch von Zentralbanken, die in großen Krisen eben einen sicheren Hafen suchen. Es ist sehr wichtig, dass man das nicht miteinander verwechselt, was oft passiert. Und gerade aus heutiger Sicht, ich komme da gleich nochmals darauf zurück, aber gerade aus heutiger Sicht ist sehr wichtig zu betonen, dass die Schweiz als Zentrum für die internationale Vermögensverwaltung eher auf dem Abstieg, im Abstieg begriffen ist. Aber was diese kurzfristigen Kapitalbewegungen in die Schweiz hinein anbetrifft, da haben wir eigentlich keinen Bruch mit der Vergangenheit. Und deswegen, es ist prinzipiell auseinanderzuhalten. Vielleicht noch etwas Letztes dazu zur Einleitung. Diese beiden Dinge hängen natürlich eng miteinander zusammen. Die Schweizer Großbanken hätten nie diese internationale Rolle spielen können, wenn sie nicht im Gefolge des Ersten Weltkriegs sozusagen mit Vermögen überschüttet worden wären, also mit dem langfristig angelegten Kapital. Wie Sie ja wissen, ist Europa sehr destabilisiert worden, nicht nur im Krieg, sondern eben auch in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Der Erste Weltkrieg hört im Prinzip erst 1923, 24 auf. Und in dieser Zeit mit Inflation, bürgerkriegsähnlichen Situationen, politischer Instabilität, dort kommt eigentlich der große Aufstieg des Finanzplatzes Schweiz. Dieses Vermögen bleibt hauptsächlich aus Frankreich, Deutschland, Österreich, Italien, also aus den Nachbarländern. Das bleibt in der Schweiz und bildet die Grundlage zunächst mal für die Entwicklung eines internationalen Kapitalmarktes, insbesondere in Zürich. Zürich refinanziert sehr viele Aufbauprojekte, zum Beispiel die Eisenbahnen in Nordfrankreich oder in Belgien. Sehr viele deutsche Kommunen kommen in die Schweiz, holen sich da das Kapital. Das ist also eine Art Recycling, also deutsches Kapital, Privatvermögen, fliehen aus der Weimarer Republik und werden wieder zurückgeschleust über diese Anleihen, die in Zürich ausgegeben werden, aber eben in Schweizer Franken. Weitere Dinge, auch in Österreich, Wiederaufbau, im Kommunale, aber auch Firmen kommen in die Schweiz. Es werden Tochterfirmen, Holding-Companies werden gegründet in der Schweiz. Also wenn man so will, dieses langfristige Fluchtkapital aus den umliegenden Ländern, das ist die Grundlage für die Internationalisierung des schweizerischen Finanzsektors. Nach dem Zweiten Weltkrieg geht das weiter, weil eben auch da die Schweiz verschont bleibt und ein offener Finanzmarkt bleibt. Eben mit dem Bankgeheimnis sichert man dieses Geschäft ab. Und ab den 60er Jahren kann man dann eben diese Erfahrung, die man mit dem internationalen Kapitalmarkt in Zürich gesammelt hat, relativ nahtlos dann in London beim Euro-Dollar-Markt auch eine sehr wesentliche Rolle spielen. Man ist nicht, die Banken sind nicht innovativ, aber sie haben eben diese sogenannte Platzierungskraft. Das heißt, die können eigentlich mit ihren Vermögen, die sie verwalten, praktisch jede größere Anleihe selbstständig vorfinanzieren, indem sie einfach sozusagen den ersten Teil der Emission ihren Kunden in das sogenannte Depot legen. Wir sagen das in der Schweiz so, also ich weiß gar nicht, wie das auf Hochdeutsch heißt, aber dort, also das wird diesen Kunden zur Verfügung gestellt, die können das dann behalten oder sie können es dann weiterverkaufen. Aber dadurch kann man eben dieses Außerbilanzgeschäft, also die Vermögensverwaltung ist ein Außerbilanzgeschäft, das kann man eigentlich für das normale Geschäft, für das Kapitalmarktgeschäft ausgezeichnet einsetzen. Und deswegen nochmals, also diese beiden Krisen hängen miteinander zusammen, aber man kann sie trotzdem in der Genese dann auseinanderhalten. Gut, jetzt mache ich einfach zwei Beispiele und dann ist eigentlich der Vortrag schon wieder vorbei. Ich fange mit dem Naheliegenden an, weil Sie vielleicht da schon einiges wissen, damit Sie sehr schnell merken, was ich meine. Wir haben in den Jahren 2007, 2008 bis 2012 hatten wir eine Drillingskrise in der Schweiz. Es war einerseits die UBS-Stabilisierung, die nötig war. Also die UBS musste Staatshilfe in Anspruch nehmen, um zu verhindern, dass sie in eine Liquiditätskrise gelangen würde. Das kennen Sie sicher. Dann hatten wir aber noch zwei andere
Krisen. Einerseits das Ende des Bankgeheimnisses für ausländische Kunden. Im Februar 2009 hat die Schweiz diese neuen OECD-Standards übernommen und gleichzeitig auch Daten ausgeliefert an die USA und damit signalisiert, also unfreiwillig, aber damit signalisiert, dass sie von nun an bei der internationalen Rechts- und Amtshilfe sehr viel schneller Informationen austauschen würde. Bis zu dem Zeitpunkt war es ja so, dass wir hier in der Schweiz unterschieden haben zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug. Das war eine inländische Unterscheidung, die aber dann eben auch sehr relevant wurde für internationale Amts- und Rechtshilfe, weil es gilt ja das Prinzip der doppelten Strafbarkeit bei der internationalen Kooperation. Die Schweiz hat aber die Steuerhinterziehung, beziehungsweise hat die ausländischen Vermögen, die hier in der Schweiz deponiert wurden, immer unter Steuerhinterziehung abgehandelt. Das heißt, bei Steuerhinterziehung, das war eben nicht strafbar bei uns, sonst gab es schon eine Buße, aber es war nicht Teil des, es war kein Offizialdelikt, wirklich der doppelten Strafbarkeit. Damit konnte man immer Informationen zurückbehalten. Die ausländischen Steuerbehörden kriegten einfach keine Informationen. Und 2009 ist das eine riesige Zäsur nach etwa einer hundertjährigen Geschichte. Hört das auf. Und die dritte Krise, die ist vielleicht wieder bekannter, ist der Aufwertungsschock des Schweizer Frankens, der im Sommer 2011 sehr akut wurde. Es beginnt schon ein bisschen früher, aber im Sommer ist wirklich eine Welle von Kapital fließt in die Schweiz und schießt der Schweizer Franken schießt in die Höhe. Und dann im September 2011 wird eine sogenannte Untergrenze eingeführt gegenüber dem Euro, damit diese Aufwertung gestoppt werden kann. Ich zeige Ihnen gleich die Daten dazu. Also zusammengefasst, es ist eben typisch, wenn große Finanzkrisen auftauchen, dann gibt es die direkte Übertragung über das Bankensystem, dann gibt es die indirekte Übertragung, Destabilisierung eines Währungsraumes, es gibt Kapital. Zufluss in die Schweiz. Also man kann dann an der Entwicklung des Schweizer Frankens eigentlich eben sozusagen die Fieberkurve der Finanzkrise oder der Eurokrise nachzeichnen. Und dann aber, was wir eben auch in der Schweiz beobachten können, ist sozusagen die Veränderung der internationalen politischen Ökonomie. Oder plötzlich relativ kurzfristig wird die Schweiz gezwungen, Regulierungen zu ändern. Und das wirft dann wieder die Frage auf, was ist international passiert? Wieso entsteht plötzlich eine Koordination zwischen den Ländern, die eben unter der Praxis der Schweiz gelitten haben? Gut, jetzt möchte ich das etwas exemplifizieren. Bei der UBS-Krise möchte ich nicht so lange verweilen, aber Ihnen nur eine kurze Idee geben, wie da die Übertragung stattgefunden hat. Bekannt ist selbstverständlich, gerade in Deutschland, dass viele europäische Banken verbriefte Subprime-Papiere gekauft haben. Und die Kurse dieser verbrieften Subprime-Papiere sind dann eingebrochen. Diese Grafik bezieht sich auf das Jahr 2007. Das sind verschiedene Typen von verbrieften Subprime-Hypothekarpapieren und Krediten, Entschuldigung. Und Sie sehen von AAA bis BBB-, also das ist gerade die unterste Kategorie der noch gerateten Papiere. Und ich möchte einfach kurz erklären, warum die UBS den Zug verpasst hat. Sie sehen die rote Kurve. Das sind die ganz schlecht bewerteten Papiere gewesen. Die sind im März 2007 eingebrochen. Während die gut bewerteten, vor allem AAA und AA, die sind relativ stabil geblieben. Single A ist ein bisschen eingebrochen, aber eben die anderen beiden Kategorien, die konnten sich halten. Und das Interessante ist nun, dass die UBS von beiden Entwicklungen betroffen war. Einerseits der eigene Hedgefonds, der war sehr stark engagiert in den BBB-Papieren, der hat dann sofort verkauft. Und nach Zürich, die waren in Connecticut, nach Zürich mitgeteilt, passt auf. Und die Geschäftsleitung in Zürich hat dann gesagt, ja nein, wir müssen nicht aufpassen, wir sind
AAA und ja, vor allem AAA. Und man entschließt sich dann etwas zu warten und möchte dann im Sommer noch einmal überlegen, wie man weitermachen möchte. Und dann sehen Sie im Sommer, also im Juli, brechen diese Kurse dann auch ein und der ganze Markt friert ein. Also da sehen Sie direkte Übertragung. Was da natürlich interessant ist, eben auch im Vergleich vielleicht zu den deutschen Banken, zu schauen, wie die Krisenperzeption ist in einem Land, das Großbanken hat, die in den USA tätig sind. Hier war es so, die fühlten sich sehr sicher und haben diese paar wenigen Monate ungenutzt verstreichen lassen und sind dann total überrascht worden vom plötzlichen Einbruch auch der sehr gut bewerteten Papiere. Ich habe hier ein kurzes Zitat aus einem öffentlichen Aktionärsbericht, den die UBS im April 2008 auf Druck der Behörden, also auf Druck der Finanzmarktaufsicht publizieren musste. Und das ist ein wirklich interessantes Direktzitat, wo Sie eben sehen, das ist eine Sitzung im April 2007. Also man beobachtet durchaus, wie das eingebrochen ist. CHO, das ist Chairman's Office, also der Präsident, fragt den CEO, was sollen wir tun? Und der sagt eben, er wolle da ein paar kurzfristige Maßnahmen einführen, aber noch keinen Paradigmawechsel herbeiführen und dann erst im Sommer entscheiden, ob man dann wirklich diese Papiere vielleicht abstoßen sollte oder mindestens den Zukauf dieser AAA-Papiere beschränken möchte. Also da sind wir also nicht im Zentrum der Krise. Aber wir sehen die Krisenperzeption und eben die Distanz zum amerikanischen Markt hat offenbar dazu geführt, dass man die Sache völlig falsch eingeschätzt hat. Gut, dann zur zweiten Krise, Abschaffung des Bankgeheimnisses. Ich habe Ihnen schon geschildert, was es im Kern war. Es war eben eine Verpflichtung zur internationalen Amts- und Rechtshilfe. Man sieht sehr deutlich, wie der schweizerische Finanzplatz gelitten hat. Der ganz rechte Balken jeweils, also dieses Gitter, der Gitterbalken, zeigt die Performance eines konservativen Portfolios für die Zeit von 1998 bis 2007 und dann von 2007 bis 2016. Ich habe einfach die Zeit genommen bis zur Finanzkrise und danach. Und wie gesagt, der Durchbruch, also mal das Nachgeben der Schweizer Behörde ist 2009, also das sollten wir in den Daten sehen. Und tatsächlich sehen Sie bereits schon vor der Finanzkrise, das wäre dann der zweite Balken von links, so das dunkelgrau, da sehen Sie, das sind die Private Customers, also das sind ausländische, private Kunden, die ihr Geld in die Schweiz gebracht haben. Das wächst schon weniger, dieses Vermögen, als ein normales, konservatives Portfolio, also ganz rechts. Und dann sehen Sie eben 2007 bis 2016, das konservativ angelegte Portfolio wächst da auch. Die Börse hat sich ja damals ab 2009 wieder schnell erholt. Aber Sie sehen, das Vermögen der ausländischen Privatkunden, also wieder der zweite Balken, der geht sehr, sehr stark zurück, dramatisch. Also 50% Verlust statt Zuwachs von 20-30%. Interessant ist, dass aber sonst eine Stagnation da ist. Das heißt, der zweite Balken von rechts, also die Institutional Customers, die schätzen offenbar den schweizerischen Finanzplatz immer noch. Aber das hat nichts mit Bankgeheimnis zu tun. Und da sind die Margen bekanntermaßen sehr tief. Also wir sehen einen gewaltigen Paradigmawechsel und ich glaube, man darf durchaus von einer Krise oder von einem Wendepunkt sprechen. Und jetzt letzter Teil dieser Drillingskrise ist der Aufwertungsschock. Sie sehen noch 2009 bis so Frühling 2010 sehen Sie, dass gegenüber dem Euro ist 2009 noch gut. Die Aufwertung beginnt ab 2010, das ist die blaue Kurve. Und da sehen Sie dann eben sehr schön, wie im Sommer 2011, wie das Vertrauen zusammenbricht. Ganz scharfe Aufwertung. Und interessant, und ich glaube, diese Daten können Sie verwenden, wenn Sie über die Dynamik und die Phasen der Finanzkrise oder der Eurokrise nachdenken. Sie sehen, dass eine doppelte Bewegung stattgefunden hat, sowohl aus dem Euro in den Franken wie auch aus dem Dollar in den Franken. Also eine Doppelkrise. Es ist wirklich eine
ist interessant, dass noch so spät auch das Vertrauen in den Dollar offenbar noch nicht so gefestigt war, dass die Euro-Krise nicht auch auf die USA übergeschwappt ist. Vielleicht ist das eine Erklärung. Während wir dann 2015 sehen Sie, gibt es nochmals eine massive Abwertung des Schweizer Frankens gegenüber Euro, anfangs 2015. Das war die Aufhebung dieser Untergrenze von 1,2. Sie sehen ja, ab 2011, 12 ist es ja stabil. Und dort sehen Sie aber, dass der Dollar ganz anders reagiert. Also da sieht man im Thermometer, Spiegel der Weltfinanzmärkte eine ganz andere Entwicklung. Gut, das lasse ich aus. Das ist der Vergleich mit der schwedischen Krone, wo Sie eben sehen, dass der Schweizer Franken ist nicht einfach eine typische Währung wie alle kleinen Währungen, die relativ stabil sind, sondern es ist eine sehr spezielle Fluchtwährung. Also Sie sehen eben 2011 und 2015 macht auch die Krone wertet sich stark ab gegenüber dem Schweizer Franken. Gut, jetzt gehe ich in die Weltwirtschaftskrise, damit wir einfach noch ein bisschen mehr empirisches Material haben. Die direkte Krisenübertragung kommt von der deutschen Finanzkrise 1931, die ich da eben im Buch versuche, auf knappem Raum anschaulich und spannend zu erzählen. Die Sekundärkrisen, die sind jetzt relativ unterschiedlich. Die Vermögensverwaltung bricht nicht zusammen, obwohl wir auch damals beobachten, dass die umliegenden Länder starken Druck ausüben auf die Schweiz. Aber ich komme gleich darauf, warum das nicht zu einer Trendwende oder zu einem Paradigmawechsel führt. Und dann die zweite Sekundärkrise, die ist vergleichbar zwar mit dem, was wir heute oder kürzlich gesehen haben, aber Sie müssen einen anderen Indikator anschauen und wegen des unterschiedlichen Währungssystems hat es andere Auswirkungen. Das aber, ich glaube, dient wiederum zu verstehen, wie der Goldstandard sich in den 30er Jahren entwickelt hat und warum er eben schrittweise zusammengebrochen ist und nicht in einem einzigen Event. Gut, macht das kurz. Bei der direkten Übertragung ist es so, dass die Schweizer Großbanken sehr stark, wie die amerikanischen, englischen oder auch die holländischen Banken, Kredite geben an die Weimarer Republik, sei es staatliche Kredite, eben zum Teil über die Anleihen, aber eben auch direkt über die Kredite. Das ist hier die Bilanzsumme der Großbanken und der Kantonalbanken, die Sie mit den Landesbanken vergleichen können, sind staatliche Banken. Also diese Großbanken sind sehr aktiv im deutschen Markt. 1931 werden diese Kredite eingefroren, es kommt zu verschiedenen Abkommen. Man kann dann einen Teil dieser Kredite schon zurückholen, aber eigentlich kämpft man bis Ende des Zweiten Weltkriegs darum, wirklich wieder alle Kredite einigermaßen zurückzubringen. Und Sie sehen, wie dramatisch dieser Einbruch ist. Also die Bilanzsumme der Großbanken, die halbiert sich innerhalb von etwa 5 Jahren. Und eben zum Vergleich ist interessant, schon im Krisenjahr vor 1931 sehen Sie, wie die Kantonalbanken ihre Bilanzsumme plötzlich sprunghaft erhöhen können. Das heißt, schon 1930 beginnen die Leute nervös zu werden und eben 1931 ist dann die Wende. Und die Kantonalbanken haben eigentlich eine sehr stabile Entwicklung gegeben, dass wir hier eine sehr große Weltwirtschaftskrise haben. Also das ist ganz direkte Übertragung aus der deutschen Krise. Eine Schweizer Bank muss mit etwa 10% des Bundeshaushaltes gestützt werden. Das sind enorme Summen, die da eingesetzt werden müssen. Von den 7 Großbanken sind nur 2 in der Lage, die Krise ohne staatliche Hilfe zu überleben. Also das kann man die deutsche Krise in ihren Auswirkungen und auch in ihrer Chronologie gut studieren. Dann Stagnation der Vermögensverwaltung. Ich habe jetzt hier 2 Großbanken genommen, die 2 wichtigsten. Schweizerische Kreditanstalt, Hauptsitz in Zürich. Schweizerische Bankverein, Hauptsitz in Basel. Einfach die Anzahl Depots genommen. Das sind In- und Ausländer. Aber Sie sehen hier sehr schön, was ich eingangs erzählt habe. Die Anzahl der Depots, also das sind eigentlich Anzahl Kundendepots bei Schweizer Banken, eben Außerbilanzgeschäft. Das ist ungefähr eine Verdoppelung innerhalb von 10 Jahren. Das sind
Engländer und Ausländer, aber hauptsächlich natürlich Ausländer, sehr stark das deutsche Geschäft. Das französische Geschäft ist schon älter, also das sind vor allem Neukunden aus Deutschland, vielleicht auch aus Österreich. Und Sie sehen bei allen drei Zeitreihen die gleiche Entwicklung, etwa die gleiche prozentuale Veränderung. Und dann sieht man schon eine gewisse Abnahme, je nach Zeitreihe, aber im Großen und Ganzen sehen Sie, es ist eine Stagnation. Das Wachstum ist vorbei, ist unter Druck. Aber das ist eben die interessante Frage, was bedeutet es, dass in einer so schlimmen Krise, wo gerade Deutschland eigentlich bankrott geht, dass Deutschland nicht gelingt, da stärker Druck auszuüben auf die Schweiz. Also trotz allem, einiges an diesem Vermögen bleibt in der Schweiz. Es geht schon auch ein bisschen weg, aber sehr bescheiden. Das ist dann wieder interessant im Vergleich zur Gegenwart. Und dann der letzte Punkt, und das glaube ich, vielleicht haben Sie das auch schon gesehen, aber wenn Sie es das erste Mal sehen, ist es schon verrückt, wie auch hier, ähnlich wie in der Eurokrise, die Schweiz eben zu einem sicheren Hafen wird. Das sind jetzt wieder kurzfristige Gelder und der Goldbestand explodiert. Also das ist ja, wir reden da von einer Verdreifachung innerhalb eines Jahres. Und das führt eben dazu, dass, deswegen nenne ich es Fluch des Goldes, dass die Schweizerische Nationalbank so viel Gold in ihren Reserven hat, dass sie gar nicht von den Spekulanten weggeputscht werden kann vom Goldstandard. Und die Schweiz, ähnlich wie Frankreich und Holland, Belgien, wird dann erst 1936 ab, was die Krise enorm verlängert. Was man auch sieht, ist, dass die Schweizerische Nationalbank 31, 32, 33 alle Devisen in Gold umtauscht und dadurch natürlich diesen Goldhunger, der ja im Golddevisenstandard herrschte, seit der 25 zu funktionieren begann, natürlich noch verschärft. Also diesen deflationären Druck natürlich noch verschärft. Also Krisenbeschleuniger, aber auch eben Thermometer für die ganze Krise ab 31. Und es ist wieder das Schlüsseljahr 31, was wir jetzt schon zwei, dreimal gesehen haben. Es ist das Schlüsseljahr 31. Einerseits Großbankenkrise, aber andererseits auch enorme Liquidität, was natürlich wiederum hilft, die Zinsen tief zu halten und dadurch das Bankensystem auch wieder zu schützen, also zu stützen. Also man hat sozusagen gegenläufige Tendenzen. Gut, damit bin ich am Schluss des Vortrags mit einem Fazit. Eben gehen wir es einfach nochmals als Zusammenfassung durch. Finanz- und Eurokrise. Bei der direkten Krisenübertragung war es die USA. Ich würde da hauptsächlich vom Marktrisiko sprechen. Also es ist eine normale Auf- und Abwärtsbewegung des Finanzmarktes in einem fremden Land aus Schweizer Sicht. Dann Vermögensverwaltung ist das Ende. Wenn man das genau anschaut, ist der große Paradigmenwechsel kam zustande, weil sich die G20, also alle großen Länder, die eben gegenüber der die Schweiz da diese Position aufgebaut haben, die haben sich zusammengeschlossen und von einem Tag auf den anderen sozusagen das nicht mehr toleriert und deswegen war es möglich. Und in der Währungspolitik haben wir den Aufwertungsschock gesehen. Und jetzt eben, wenn wir das historisch vergleichen, es ist nicht die USA, sondern Deutschland, wo wir die direkte Krisenübertragung sehen. Es ist aus meiner Sicht eigentlich eher ein politisches Risiko, das sich selbstverständlich dann im Marktrisiko ausgedrückt hat. Aber der tiefere Grund ist das politische Risiko. Es ist eine ganz andere Epoche als die heutige Epoche. Vermögensverwaltung sehen wir nur die Stagnation, kein Ende, obwohl es Druck gibt. Wenn man genauer schaut, eben die internationale politische Ökonomie, es sind nur bilaterale Konflikte, die die Schweiz austrägt, hauptsächlich mit Deutschland und Frankreich. Und eben, wenn man von heute aus sieht, es braucht die große multilaterale Einigung, damit man solche Dinge ändern kann. Und eben bei der Währungspolitik haben wir einen ähnlichen Effekt. Aber weil der Kontext anders ist, äußert sich das Ganze in einer Abwertungsblockade. Also es ist nicht ein Aufwertungsschock, es ist eine Abwertungsblockade. Aber natürlich in der ökonomischen Auswirkung ähnlich. Der Wechselkurs, der reale Wechselkurs des Schweizer Frankens wurde immer stärker, weil die anderen Länder zunehmend dann abgewertet haben. Gut, damit bin ich am Schluss. Eben die Grundidee war Ihnen, Ideen zu geben, wie Sie vielleicht über den Umweg der Schweizer Finanzgeschichte
Ihr Bild der europäischen Finanzgeschichte etwas komplettieren können. Und eben, es gibt relativ viele Daten. Und gerade wenn Sie die Währungsdaten anschauen, da können Sie noch sehr genau bis in die täglichen Veränderungen hineinschauen, um ja, eben Ihr Bild zu komplettieren. Ganz herzlichen Dank für das Zuhören und Zuschauen und ich bin sehr gespannt auf Ihre Fragen. Ja, herzlichen Dank, Herr Straumann. Das war sehr spannend. Anhand von bestimmten, ja quasi Fallstudien, haben Sie uns einen Einblick gegeben in den Zusammenhang, den internationalen Zusammenhang von Krisen. Bei der Finanz- und Eurokrise, Marktrisiko USA, würde ich gerne aus Bankensicht unbedingt noch die Illiquiditätskrise, die ja lange noch nachgewirkt hat, nennen. Spannend fand ich insbesondere, es gibt diskretionäre Ereignisse, die können in der Politik sein, die können in einem anderen Land sein und trotzdem schlagen sie sozusagen in gewisser Weise unvorhersehbar in bestimmte Kategorien des Banking. So wie in Ihrer ersten Folie die AAA überhaupt kein Risiko gezeigt haben nach der damaligen Messung. Das war eben eine gerade Linie und auf einmal sackt es ab und bei den anderen ist man beruhigt. Das ist schon eine eindrückliche Angelegenheit. Jetzt kommen wir zu Questions und da habe ich zwei Fragen und die darf ich Ihnen vortragen. Die erste, das ist jetzt nicht so ganz angebunden an den Vortrag. Wie sehen Sie die zukünftige Rolle der Schweiz bei Finanzinnovationen wie zum Beispiel Kryptowährungen? Das ist wahrscheinlich. Ja, also kann ich gerne eine Antwort geben. Also was? Ja, gerne. Es gibt hier in der Nähe von Zürich in Zug gibt es ja das Crypto Valley und die sind da, weil da die steuerlichen Bedingungen sehr gut sind und man trotzdem relativ nahe beim Finanzplatz Zürich ist. Also man hat da gute internationale Kontakte. Auch die IT-Infrastruktur in Zürich ist relativ gut. Es gibt ja Google und Facebook sind hier, Disney. Das hat damit zu tun. Also ich glaube nicht, dass die Schweiz oder Zug zu einem wirklichen Pionier werden wird. Und zwar deswegen, weil ich generell den Eindruck habe, jetzt historisch gesehen, dass der schweizerische Finanzplatz nie innovativ war. Also ein bisschen übertrieben, aber eben das Geschäft war ein Stabilitätsgeschäft, Vertrauen, eben mit dieser Regulierung des Bankgeheimnisses. Und man hat einfach mit dieser großen Platzierungskraft konnte man eine große internationale Rolle spielen. Aber es kommt eigentlich nie eine Finanzinnovation aus Zürich heraus. Warum? Eben das Geschäft ist so beschaffen, aber auch der Finanzplatz Zürich war nie richtig international und groß. Es hat zwar enorme Vermögen hier gehabt, aber sie haben nicht diesen Cluster, wie Sie das in London oder New York sehen oder zu einem geringeren Teil vielleicht auch in Paris oder in Frankfurt, wobei auch da schon die Unterschiede groß sind. Also der Finanzplatz Zürich hat keine Geschichte wie zum Beispiel Amsterdam im 17., 18. Jahrhundert, sondern entsteht eben nochmals Thermometer, oder? Europa ist total destabilisiert, das Kapital kommt in die Schweiz, damit kann man Geschäfte machen, aber das ist kein hinreichender Grund für einen innovativen Finanzplatz. Und deswegen glaube ich, auch hier werden die großen Finanzplätze werden am Schluss die entscheidenden Innovationen bringen und auch umsetzen können, weil sie eben diese kritische Masse haben. Herr Straumann, eine etwas längere Frage. Vielen Dank für Ihren Vortrag zunächst mal. Sagt der Kollege im Netz, welche Verantwortung sollte Deutschland gegenüber Italien in der aktuellen Krise übernehmen? Das ist eine Frage, die hier auch in Deutschland sehr diskutiert wird.
Dies vor dem Hintergrund, dass italienische Politiker inzwischen mit dem Austritt aus der EU drohen und dem Zahlungsausfall italienischer Staatsschuld. Gleichzeitig signalisieren aber italienische Politiker mit der wiederholten Finanzierung der Alitalia, dass sie nicht vorhaben, Italien in positiver Weise zu restrukturieren. Jetzt die Frage, werden Zuschüsse an Italien die richtigen Anreize setzen? Das ist eher an uns. Die Schweiz beteiligt sich da ja weniger dran. Ja, gut, ich glaube, wir wissen alle, dass der Euro, so wie er jetzt aufgestellt ist, nicht ideal konstruiert ist, weil wir ja auch aus der Finanz- und Währungsgeschichte, sagen wir mal, von Deutschland oder Schweiz oder auch der USA wissen, ja, man braucht eine gewisse politische Union, man braucht eine gewisse fiskalische Zentralisierung. Das haben wir halt nicht. Und wir haben jetzt gesehen, dass das wahrscheinlich auch nicht kommt in der absehbaren Zeit in der Eurozone. Und deswegen glaube ich, ist dieses Instrument einer temporären Subventionierung wahrscheinlich das Beste, was man in der heutigen Zeit machen kann. Was natürlich klar ist, das muss an Bedingungen geknüpft sein, aber ich glaube, das geht auch hier, weil es eben eine einmalige Solidaritätszahlung ist. Und das, ich glaube, das kann man sicherstellen, dass das so verwendet wird, dass Italien tatsächlich seine Wirtschaft schneller wieder aufbauen kann. Und ich glaube, es ist eine relativ kluge Politik, weil man eben diese schwierige Diskussion verhindern kann, der Vereinigten Staaten von Europa. Wenn man damit beginnt, dann wird man schnell in eine Sackgasse landen. Und so kann man doch eine gewisse innereuropäische Solidarität garantieren. Und ich glaube, die ist wichtig, weil natürlich China nur darauf wartet, seine Investitionen in Südeuropa stärker machen zu können. Und Italien ist ja natürlich ein sehr bevorzugter Kandidat und auch sehr verwundbar. Aber es zeigt schon, die Eurozone ist wiederum in einer relativ kritischen Phase, weil sie diese grundlegenden Probleme nicht lösen kann. Die sind sehr schwierig zu lösen. Ich mache da niemandem einen Vorwurf. Und ich glaube, mit dieser Operation hat man doch wieder Zeit gewonnen und eben doch eine gewisse Entlastung für Italien und Spanien hinbringen können. Prima. Vielen Dank. Jetzt würde ich gerne zwei Fragen zusammenfassen. Die erste ist, warum hat eigentlich die Schweiz 2009 ihre Politik hinsichtlich der Steuerinformation über ausländische Investoren geändert? War das Erpressung oder war das die bessere Einsicht? Und wenn wir da schon mal sind, wieso hat eigentlich die Schweizer Wirtschaft nach dem Ende dieses Bankgeheimnisses, warum ist die nicht sozusagen untergegangen? Was hat die Schweiz anderes zu bieten gehabt, außer dem Bankgeheimnis? Ja. Vielleicht von mir noch ein Zusatzsatz. Ich habe auch gelernt, dass das schweizerische Bankgeheimnis ja im Dritten Reich eine sehr positive Funktion hatte. Also man muss es ja, glaube ich, auch im Zeitablauf würdigen und dass es nachher im Wesentlichen für Steuerhinterziehung oder sehr häufig benutzt worden ist, ist eine andere Geschichte. Es hatte also offensichtlich da auch einen Funktionswechsel gegeben. Herr Straumann. Ja, gut, probiere so kurz wie möglich. Also beides ist richtig. Es war Erpressung und Einsicht. Die Erpressung kam eben, weil die großen Länder, natürlich auch Deutschland, enorme fiskalische Ausgaben vornehmen mussten in der Krise. Und die Schuldenquote war ja damals noch nicht so tief wie vor der Corona-Krise. Und da gab es auch innenpolitischen Druck, schnell zu handeln. Und man hat einfach wirklich den Schweizern das Messer an den Hals gesetzt und gesagt, wenn ihr da nicht mitmacht, dann wird es Konsequenzen haben. Man ist auf eine schwarze Liste gesetzt worden. Und vor allem die Amerikaner haben gedroht, den Zugang zum Dollar, zur Dollarversorgung abzuschneiden. Das ist natürlich ein Todesurteil, wenn das passiert. Aber es war auch Einsicht in dem Sinne, dass innenpolitisch die Unterstützung für das Bankgeheimnis schon längst schwächer geworden ist, weil man eben der Meinung war, dass das einfach nicht geht, dass man sozusagen von der Steuerhinterziehung der ausländischen
Nachbarn lebt. Und das war schon seit den 70er Jahren, als erste Skandale aufgetaucht sind, umstritten, aber es hat dann nochmals an Schwung, seit den 90er Jahren, würde ich sagen, an Schwung gewonnen. Die andere Frage ist, ja, die Schweizer Wirtschaft ist sehr breit aufgestellt. Man muss auch sehen, der Finanzplatz ist eigentlich eine Folge der sehr erfolgreichen Industrialisierung, die schon im frühen 19. Jahrhundert in der Textilindustrie beginnt, auch in der Uhrenindustrie, dann Maschinenindustrie, Chemie, Pharma. Also ähnlich wie Deutschland, diese deutschen Industrieregionen, Süden, Westen, teilweise auch früher noch im Osten, also in Schlesien oder in Sachsen. Also sehr breite Industrialisierung und das hat bis heute eigentlich, macht eigentlich das Rückgrat der schweizerischen Wirtschaft aus. Auch die Versicherungen gibt es unabhängig von vom Bankgeheimnis und auch der Finanzsektor selber lebt natürlich nicht nur vom Bankgeheimnis. Und vielleicht nur ganz kurz, ich bin sehr glücklich, dass wir das Bankgeheimnis nicht mehr haben, weil es eine Art Monopolrente, jetzt also ökonomisch gesprochen, eine Monopolrente gab für einen bestimmten Sektor, der mit enorm hohen Löhnen eigentlich die ganzen Spezialisten aus den anderen Branchen abgesogen hat. Also die Ingenieure sind auch plötzlich in die Bank gegangen. Und das wird jetzt wieder rückgängig gemacht und zum Beispiel Zürich verwandelt sich eben in einen internationalen Hub für IT. Sehr erfolgreich. Gut, ja. Prima. Ja, gerne noch zwei Fragen, dann würde ich gern abschließen. Die eine lautet: Gibt es Risiken von Schuldenkrisen in einem europäischen Land heutzutage wie damals in Deutschland 31? Sehen Sie sozusagen Parallelen? Ja, ich sehe Parallelen eben mit dem, was wir gesehen haben in der Eurokrise. In der ersten Phase von 2010 bis 2012 war es ja so, dass die Kurse der Staatsobligationen der südeuropäischen Länder stark nachgelassen haben. Die Refinanzierung wurde immer teurer und das hat diese Länder natürlich in eine Schuldenfalle hineingebracht. Sie mussten einerseits die Austeritätspolitik betreiben, um überhaupt noch ausländisches Kapital anzuziehen. Aber dieses ausländische Kapital war dennoch relativ teuer. Und das ist genau die Situation der Weimarer Republik gewesen. Sie war hoch verschuldet, einerseits wegen Reparationen, aber eben noch fast schlimmer war, dass sie zwischen 24 und 30 oder mindestens bis 29 eine zusätzliche, hauptsächlich auch kurzfristige Auslandsschuld angehäuft hat. Und als die Rezession einsetzte, war man da natürlich sehr, sehr verwundbar. Ja, das sehe ich durchaus. Im Moment sehe ich es nicht. In der Corona-Krise hat jetzt die EZB sehr entschlossen reagiert. Also man kann das gut oder schlecht finden, aber für die Krisenbewältigung war das eine sehr kluge Politik. Und ich glaube, wir sehen jetzt nicht in den nächsten Jahren eine Wiederholung dessen, was wir 2010 bis 2012 gesehen haben. Ja, vielen Dank, Herr Straumann. Es gibt noch ein paar Fragen. Vielleicht kann man die schriftlich beantworten. Ich hätte gerne noch eine an den Wirtschaftshistoriker. Und zwar schreibt jemand: Herzlichen Dank für den Vortrag. Welche archivalischen Quellen sind in der Schweiz für die Zwischenkriegszeit zugänglich, um die finanziellen Verflechtungen mit deutschen Marktteilnehmern rekonstruieren zu können? Ja, Und zwar jenseits des Bergier-Berichts. das ist ein trauriges Kapitel. Also die Ein Banken, trauriges Kapitel. ja, nein, die Bank, seit dem Bergier-Bericht sind die Banken praktisch geschlossen. Ich probiere immer wieder, meine Studierenden da hinzuschicken, aber es ist sehr, sehr schwierig. Hervorragendes Archiv ist die Schweizerische Nationalbank. Und die hat noch sehr viele Schätze, die auch etwas über den Bankensektor erzählen. Denn die Nationalbank hat eigentlich ab Mitte der 20er Jahre den Auftrag gehabt, den Kapitalexport der Schweizer Grossbanken, vor allem nach Deutschland, wie ich erwähnt habe, genauer zu untersuchen. Es wurde damals diskutiert über die Frage, ob dieser Kapitalexport zu einem Anstieg der Zinsen in der Schweiz selber führt, weil ja sozusagen das Kapital verknappt wurde. Und da kam dann der Auftrag, dass man hier genauer hinschaut. Und diese Akten sind alle zugänglich. Also man findet durchaus Dinge. Aber nicht direkt über die großen Bankarchive. Die sind leider alle zu. Das ist eine traurige Geschichte. Vielen Dank, Herr Straumann. Ich sehe gerade, dass die Anzahl der Teilnehmer etwas bröckelt.
Und deswegen würde ich gerne Dankeschön sagen, wenn noch relativ viel da sind. Das war ein spannender Vortrag und auch jetzt konnten Sie doch noch einige Fragen, die in dem Zusammenhang sind, beantworten. Ganz schwierige Materie, weil sie eben nicht nur ökonomisch begründet ist, sondern viele Arten von Risiken zusammenspielen. Aber damit müssen wir umgehen. Vielen, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. In Zürich und aber auch vielen Dank an die Teilnehmer, die da waren und auch an diejenigen, die noch Fragen gestellt haben, auch an die wenigen, die ich jetzt nicht mehr aufrufen konnte. Herzlichen Dank und damit ist unser Webinar geschlossen. Dankeschön.